Hallihallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Game und zwar Astroneers. Das wurde heute veröffentlicht. Mit dabei ist mal wieder der altbekannte Dominik. Hallo. Und wir werden jetzt mal versuchen, was oder ausprobieren, was dieses neue Astroneer Version 1.0 drauf hat. Wir sind schon auf unserem Planeten gelandet. Hier ist gerade ein bisschen windig. Und wir haben hier noch eine Plattform. Die untersuchen wir jetzt gerade mal, denn es gibt hier noch einen Frachtabwurf von unserer Raumstation, die im Weltall noch irgendwo rumfliegt oder rumgeflogen ist. Und hier haben wir schon ein paar Bauteile, und zwar einen Tisch, ein mittelgroßer Drucker und ein Sauerstoffmacher. Dann würde ich sagen, bauen wir mal das alles auf, dass wir mal gucken, was wir alles so machen können und was wir machen wollen als erstes. Das Sauerstoffmacher machen wir hier an dem Modul fest. Das ist neu, das war in der Alpha noch nicht. Da hat einfach diese Station hier den Sauerstoff erzeugt. Aber neue Version und neuer Content und deshalb schauen wir uns das ja alles hier an, oder? So, er Bin mal baut gespannt. den Drucker auf und wie ich schon gesehen habe, hier drüben haben wir Gemisch und dort drüben haben wir Harz. Das ist eigentlich auch schon perfekt. Dann hole ich mal Gemisch, denn damit können wir dann, glaube ich, diese Verbinder machen, um dann ein großes Netz aus Sauerstoffverbindern herzustellen, damit wir uns frei auf dem Planeten bewegen können. Oder so frei, wie es eben notwendig ist. Du könntest ja eigentlich schon mal das Harz holen da drüben, oder? Schon dabei. Perfekt. Und dann gucken wir mal, was wir als erstes so bauen. Und wir hatten ja in der Alpha immer diese Taktik, dass wir uns eine Höhle suchen und da drin unsere Basis bauen. Die Taktik fand ich eigentlich nicht verkehrt, um eben den Stürmen auszuweichen, oder? Ja. Was sagst du da dazu? Also, wir können ja mal gucken, gibt es die Stürme denn überhaupt jetzt noch oder auf jedem Planet und so? Also, ich weiß es nicht. Wir spielen es jetzt im Prinzip zum ersten Mal hier in der fertigen Version. Oh, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Ja, schnell. Uiuiui, das war knapp. okay, aber ich habe ja hier schon ein paar Gemische gesammelt. Ich baue mal Verbinder. Ich schmeiße ja dann auch gleich. Warte mal, ich kann dir auch hier Verbinder herschmeißen. Dominik. Nicht Verbinder. Gemisch. Dann kannst du deine eigenen Verbinder bauen. Und jetzt können wir nämlich hier die Verbinder hinstellen und die erhöhen die Reichweite von unserer Verbindung zum Schiff oder zur Basis. Und wir brauchen hier keine Angst mehr haben, dass wir ersticken. Kläglich ersticken. So, was können wir denn alles bauen? genau. Ich glaube, ein Kanister. Ne, für einen Kanister braucht man Harz. Das würde ich auch gleich noch einbauen, weil dann können wir damit auch planieren wieder. Ich glaube, den Kanister muss man erst noch freischalten. Nee, muss unten durchschalten. Hau mir mal so ein Harz her. Ja. Mit Q. Hier, Dankeschön. bitte. Dankeschön. Kanister. So, und den Kanister platziere ich, glaube ich, auf meinem Bohrer oder Terraforming Tool. Jetzt haben wir, können wir damit nämlich auch den Dreck einsammeln. Und sobald wir da ein bisschen was haben davon, können wir hier dann die Fläche auch wieder planieren, sodass wir nicht diese hässlichen Löcher hier haben in der Welt. Oder? Hört sich doch vernünftig an. Sehr vernünftig, sehr nachhaltig.
Ja, genau. Wir müssen auf unserem Planeten aufpassen. Es ist hier zwar nicht Echo, aber... Ist noch ein bisschen was. Das ist nochmal eins. Da ist nochmal was. Okay, jetzt pass auf meinen. Wenn du Tabulator drückst, dann hast du ja diesen Forschungsbaum. Ja. Da müssen wir aber die Forschungsstation erst bauen, oder? Damit wir da überhaupt was freischalten können. Genau, und da brauchen wir dann auch noch diese Artefakte dazu, um was zu erforschen zu haben, oder? Ja. Ich hau mal hier ein bisschen von dem Zeug drauf. Wir können eine Forschungskammer schon bauen. Wir können auch einen großen Drucker bauen und die große Plattform. Ich glaube, damit fangen wir mal an. Ah, hier gibt's auch diese kleine Forschungsdinger, die man direkt von der Pflanze wegpflücken kann. Okay. Aber es sind irgendwie nur 20 Bytes. So, ich druck mal so eine Plattform, gell? Dass wir dann da unsere Forschungsstation draufsetzen können. So, mal gucken, ob wir hier noch was finden. Oh, oh, Sauerstoff schnell. Also ich fand das eigentlich immer auch ziemlich praktisch in der Höhle. Ist halt echt gut geschützt, aber jetzt können wir mal abwarten, was passiert, und dann können wir immer noch umziehen. Ja, genau. Dahinter, in die Richtung zum Harz, da gibt es einen Höhleeingang zumindest mal. Okay, das ist schon mal gut. So, und jetzt planiere ich hier schon mal, dass wir hier nicht in das Loch reinfallen. Weißt du die Steuerung noch? Wenn du Steuerung gedrückt hältst, dann kannst du das Planiertool auswählen. Und wenn du Alt gedrückt hältst, dann kannst du auffüllen. Oder einen Berg machen oder so. Ja, stimmt. Braucht noch Verbinder. Also sofern du halt dann das so ein Kanister hast. Okay, da hat es noch mehr Gemisch. Da hinten hat es noch mehr Gemisch, sehe ich gerade. Der Tisch dürfte langsam fertig sein. Ja, da steht das schon. Dann, jetzt passen wir auf. Können wir mal hier noch ein bisschen planieren und das schön eben machen. So. Wo ist die Plattform? Ja, das ist momentan die einzige, die wir machen können. Ich glaube, die anderen müssen wir erst noch erforschen. Fangen wir halt mal damit an. Und jetzt können wir hier nämlich eine Forschungskammer auswählen. Kannst du da nun Harz drauflegen auf den Drucker und dann den Druck starten? Müssen wir den Stecker anstecken. Also es sieht jetzt vielleicht schon ein bisschen aus, oder es geht schon ein bisschen schnell. Das Ding ist, jeder Tisch hat eben Steckplätze, wo man dann so ein Gerät drauf installieren kann, wie eben den Drucker hier. Oder dann gleich die Forschungsstation hier drauf. Und damit diese Maschinen funktionieren, brauchen die Strom. Strom kriegen wir momentan noch von unserer Unterkunft. Die produziert ein bisschen Strom. Und wir müssen diese Tische dann mit diesen Stromkabeln hier verbinden. Das Gelbe stellt im Prinzip den Strom dar und auch die Menge an Strom, die wir haben. Und man sieht jetzt schon, dass der gelbe Streifen deutlich dünner ist, als wenn kein Strom gebraucht wird. Und so kann man im Prinzip ein bisschen feststellen, wie viel Strom welches Gerät braucht.
und dass man eben Strommangel hat und noch mehr Strom eben erstellen muss. Apropos, kommen Sie doch mal bitte mit. Ich hab hier was gefunden. Wenn wir hier den Buckel hochlaufen. Buckel ist Schwäbisch für Berg. Korrekt. Schön. Oh, wo war's denn jetzt? Aber Vorsicht vor deiner roten Pflanze, die tut im Weg. Okay. Hier oben, da steht ein Windrad. Und ich glaube, das funktioniert sogar noch. Ja, das können wir mitnehmen, oder? Zack. Was ist das da? Abfall. Oh, guck mal, ich kann das in der Hand tragen. Ich nehme mal das. Also ich glaube, es gibt so einen Schredder halt. Ah, jetzt habe ich es verloren. So einen Schredder, wo man, glaube ich, diese Schutt steht da dran, wo man das Material da ausschlachten kann und vielleicht auch noch ein paar Ressourcen rausziehen kann. Pass auf deinen Sauerstoff auf, gell? Oh ja, gut, das ist selbstständig. Oh nein. Muss es fangen lassen. Genau, und jetzt können wir den Generator beispielsweise hier aus unserem Rucksack rausnehmen und hier an die Station heften. Und sobald es windet, fängt er an sich zu drehen. Das macht er jetzt und produziert Strom. Jetzt brauchen wir natürlich gerade keinen, außer können wir hier noch was drucken. Einen großen Drucker können wir auch noch drucken. Das heißt, wir bauen erst nochmal eine Plattform, aber dazu brauchen wir Harz. Guck mal, was ich gefunden habe. Was hast du denn da dabei, Alter? Kannst du das erforschen? Ja, ich glaube schon. Nehmen wir es mal hier in die Maschine rein. Ja. Dann starte ich mal die Erforschung. Also das ist im Prinzip so. Wir können hier haben wir unser Forschungsmenü. Haben wir verschiedene Geräte. Die blauen sind erforscht, die roten können noch erforscht werden, aber da haben wir zu wenig Bytes dazu. Die Bytes sehen wir hier oben. Und die bekommen wir dann, wenn wir eben solche Geräte hier erforschen, die der Dominik gerade gefunden hat. Und wenn, man jetzt, wenn ich das nochmal öffne, dann sieht man jetzt hier die Rate, das sind 7 Bytes pro Minute. Das heißt, das ist ziemlich langsam, das ist also nicht, das ist sehr nicht sehr wertvoll, das Gerät. Eventuell können wir später auch mehrere Forschungsstationen bauen, um dann schneller zu erforschen. Und wenn wir dann eben Bytes zur Verfügung haben, können wir dann Sachen bauen, wie eben zum Beispiel, oder erforschen, wie zum Beispiel diesen Verpacker oder was haben wir hier, Sauerstofftank, Solarmodule. Und es geht dann halt weiter bis Solarstromanlagen und große Plattform und Rover und Shuttle und mittlere Shuttle und große Shuttle. Und das ist natürlich unser Ziel, dass wir hier den Planeten verlassen können und andere Planeten im System, wie zum Beispiel diese Monde, die hier gerade vorbeifliegen, oder vielleicht sind es auch Planeten, erforschen zu können und Ressourcen sammeln zu können. Oder kreisen die um uns oder kreisen die um die Sonne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauchen wir Harz. Ist da hinten noch Harz? Ich glaube ein bisschen was vielleicht noch. Aber warte mal, ich habe immer noch so viel Rohstoffe auf Tasche. Ich kann nochmal Verbinder bauen. Ich will die halt nicht hier weg hinwerfen, weil die erfahrungsgemäß weggeweht werden vom Wind. Könntet ihr aber auch einen Tisch bauen und die da drauf ablegen oder so ein Lager? Ja, also einen Tisch brauchen wir. Das wollt ihr jetzt sowieso bauen, einen Tisch. Deshalb brauchen wir das Harz. Um,
Tische brauchen wir eh immer wieder. Ah, hast du mal für Rinder gemacht. So, da versteckt sich noch eins. Hier ist noch eins. Da ist noch eins. Oh, runtergefallen. So, und jetzt mit Steuerung wieder zumachen, oder? Genau. Du nimmst da die Referenz eben. Aber ich finde hier überall noch ein bisschen was, gell? Echt? Okay, ich glaube, jetzt ist alles. So, zumindest fallen wir dann hier nicht rein. Hier haben wir nochmal sowas, was wir direkt erforschen können. Das sind so kleine Forschungsproben, die können wir direkt mit dem Anzug sozusagen erforschen. Und dadurch steigt dann halt unser Byte-Wert direkt an. Das ist so beispielsweise schon auf 180. Aber natürlich immer noch zu wenig. Okay, hier ist ein Höhleneingang, ja. Ich habe hier vorhin aber auch nochmal irgendwo Harz gesehen, da hinten. Da bauen wir aber jetzt Verbinder noch hin. So. Hier liegt überall noch rum. Da. Ja, was ist das da? Das ist jetzt auch wieder etwas, das wir direkt erforschen können. 48 Bytes. So. Diese Blumen hier oder das Gras, das sammelt da auch ein. Das ist organisches Material, das können wir nachher für Generatoren verwenden, um Energie draus zu gewinnen. Also Strom. Sammelt man halt so nebenher mit. Also in der Alpha hat man ja die Stromgewinnung dann hauptsächlich über Windkraftwerk und Solaranlage. Ja. Und zwar dann. Ob das jetzt aber vielleicht auch vom Balancing her anders ist oder so. In der Version. Ja, so müssen wir jetzt halt mal gucken. Also, die haben auf jeden Fall schon ein bisschen was geändert. Also, man sieht schon eine große Änderung eigentlich. Es gibt jetzt irgendwie einen Traktor. Auch mehr Geräte und alles und mehr Bohrer und weißt du, Geier. Ta-ta-ta. Haben wir hier hinten noch irgendwo was? Hier ist noch was. Es funkelt so alles. Bedeutet das, dass da noch was ist? Weiß ich nicht. Aha. So der Boden ein bisschen, gell? Mhm. Ich weiß nicht. Bohren wir mal da rein, aber ich finde hier nichts, ne? Ja, ich finde immer noch ein bisschen was. Ja, hier hinten, gell? Ja. Im Berg drin. Auch noch was. Was haben wir was? Ja, ich glaube schon irgendwie. Da, wo es funkelt, da ist was. Aber ich glaube, es funkelt alles. Wenn ich mich umdrehe, da funkelt auch alles. Oh. Tatsächlich. So. Also im Prinzip können wir hier immer eine Referenz nehmen, wie wir das dann planieren wollen, dass es einigermaßen wieder aussieht, als ob es so gewachsen wäre. Okay, hier sollen wir gerade mal in die Höhle da rein und gucken, ob wir da vielleicht ein Plätzchen finden, wo wir unsere Station aufbauen können. Weil so weit ist es ja nicht weg von unserer Basis. Wir können ja da mal die Verbinder wieder mitnehmen, die brauchen wir hinten eigentlich nicht mehr.
Oder? Glaube, ich würde es eigentlich jetzt erstmal hier oben lassen, Ach weil so, wir brauchen ja. dann halt ultra viele Stromkabel. Ja, dazu brauchen wir Kupfer. Das finden wir wahrscheinlich auch erst in den Höhlen dann. Ja. Ja, jetzt machen wir einfach mal hier weiter. Das heißt, wir bauen hier jetzt so einen Tisch. Nein, das ist das falsche Material. Hast du schon Und einen großen Drucker gebaut? Nee, gell? ne, das wollt ihr jetzt machen, aber dazu brauchen wir halt auch erst einen Tisch, wo wir den dann draufstellen Ja. können. Und dann wäre das mein nächstes Ziel, den Drucker zu bauen. Wie sieht denn aus? Wir haben jetzt 390 Bytes. Sollen wir erst vielleicht mal für unser Terraforming-Gerät Sachen erforschen? In dem Boost-Modus oder sowas. Ja, ich finde den Boost-Modus eigentlich ziemlich nice. Aber da braucht man Zink, um das zu bauen. Haben wir natürlich noch nicht. Ja, dann ist es eigentlich wurscht. Was gibt's denn sonst noch so? Energiezellen, Batterien, Verlängerung. Vielleicht Verlängerung anpeilen, um dann diese Verlängerung aber auch bauen zu können, brauchen wir Kupfer. Um Kupfer machen zu können, brauchen wir, glaube ich, einen Ofen. Aber wir könnten auch eine mittelgroße Plattform B, die hat dann links und rechts noch zwei Lagerpunkte. Welches ist denn das, was mir jetzt da habe? Das Startplattform AD speziell dann. Ja, Große Plattform das. haben wir aber ja auch schon freigeschaltet. Es gibt halt verschiedene eine große Plattform. Ja, die A. Das ist ja Genau. die, wo wir jetzt hier gedruckt haben auch. Ja, genau. Aber die hat halt bloß einen Punkt in der Mitte. Ja. So, machen wir das mal hier ein bisschen eben. Bevor wir das platzieren. Oh, ich glaube, ich habe keinen Dreck mehr. Dann Stromkabel daran. Solarmodul oder sowas wäre auch gut. Ja, das bringt bloß nicht viel, weil wir bräuchten da erst eine Batterie dazu. Weil jetzt im Dunkeln bringt Solar nicht viel. Machst du den Drucker? Ja. Brauchst du da noch Ressourcen oder hast du alles? Nee, noch alles. Okay, weil ich habe hier auch noch ein bisschen was. Also wenn der Drucker gleichzeitig mit der Forschungsstation läuft, dann sieht es schon mager aus mit der Energie. Ja, aber es reicht noch. Aber ich glaube, es würde halt auch schneller gehen, wenn wir mehr Strom haben. Ja, auf jeden Fall. Können wir denn so ein kleines Windrad bauen? Generator könnten wir bauen. Da bau mal einen. Und ein kleiner Drucker könnten wir auch noch bauen. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, aber ich meinte eigentlich ja. Den können wir aber auf Rucksack bauen. So. Also es sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich wissenschaftlich aus. Science, Bitch. Mal gucken, jetzt ist der Windgenerator aus, jetzt ist es noch schmaler. Ja. Okay, dann Mal bauen wir schauen, wie das es Ding jetzt mal abgeht mit auf. dem großen Drucker. Mal gespannt, was wir damit machen können. Okay. Oho.
Okay, bisher können wir nur die Unterkunft. Wir haben da noch nicht mehr erforscht. Also ich glaube, das ist dann für Gebäude, so wie das aussieht. Okay. Ach so, aber dann können wir auch so eine Unterkunft bauen in der Höhle im Prinzip. Aha, stimmt. Wenn wir das überhaupt brauchen, braucht man eigentlich gar nicht. Obwohl für Strom vielleicht ein bisschen. Brauchst du Tisch, oder? Das mittelgroße Lager steht beim, wenn ich auf Tab drücke, steht das freigeschaltet, aber das kann ich irgendwie nicht bauen. Aha, da brauchen wir glaube ich den kleinen Drucker dazu. Ich baue gerade mal den kleinen. Bau du mal noch den, den Tisch. Tisch. Auch wieder so ein mittelgroßer, oder? Ja, den einzigen, den wir halt haben. Ja, große Plattform. Okay, wir haben jetzt 555 Bytes zur Verfügung. Da könnten wir jetzt zum Beispiel die kleine Windturbine erforschen. Ah, brauchen wir die jetzt gerade? War denn jetzt die Windturbine besser oder die Solarzelle? Weißt du das noch? Also ich meine, dass wir öfters die Windturbine dann hatten, weil die halt auch nachts funktioniert, wenn es windet. Ja. Und die hat auch teilweise in der Höhle funktioniert, weil es da ja auch gewindet hat. Mhm. Ja, dann lass das dieses Windkraftwerk. So. Und dann habe ich hier ein Drücker. Und was können wir jetzt Drücker hier? Mittelgroßes Lager, mittelgroße Plattform A. Roversitz. Mittelgroßer Drucker, mittelgroßes Lager. Hier, ich druck das gerade mal, oder? Ja. Ah, warte mal, das Lager, das können wir hier geil drauf bauen, oder? Auf diese einzelnen Steckplätze in dem Drucker. Aber wir können es da hinstellen, oder? Ja, stimmt. Und zwar doch, oder? Aber bloß die Kiste halt. Nee. Hier wird's gehen. Also ich glaube, wir brauchen zwei Steckplätze. Oder wir bauen nochmal so einen Tisch. Und dann können wir ja zwei draufsetzen. Beispielsweise. Mhm. Ja, machen wir das. Dann musst du dich um den Tisch, dann baue ich nochmal so ein Lager. Sieh. Okay, ich brauche Harz. Hast du noch Harz? Jawohl. Ah, aber nur noch eins. Reicht es? Nee. Verdammt. Ah, warte mal, in meinem Gerät ist auch noch. Aber der ist nur halb voll, oder? Ja. Hier, da habe ich auch bloß ein paar Klumpen dran. Oh, hier ist noch mal so Faschen nachgewachsen. Sollen wir mal einfach hier runter gehen und gucken, was da unten so gibt? Ich lass noch schnell das und das kleine Projekt fertig machen, bevor wir runtergehen, oder? Ah, hier ist Harz. Okay. Also ich denke, wir finden unten auch Harz, aber... Was ist mit meinem Bohrer los? Arbeitet voll komisch. Hm. Ah, da bin beim Stein, oder? Ah, das kann sein. Oh, das wird ja auch gerade, oder? Ausbauen. Ja, ja, ja. Ah, okay. Dann geht das jetzt. Hat das Unterschiede, ob das jetzt im Dreck ist oder im Stein? Okay, dann brauchen wir das hier und dann sagen wir hier drucken. Bisschen Arbeit. Hier haben wir einen Tisch, den können wir ja mal einfach hier platzieren. Der braucht jetzt auch keinen Strom. Hier machen wir noch ein bisschen eben. So. Und dann das da drauf und aufbauen.
und aufbauen. Und jetzt können wir hier mal die Sachen, jetzt das Gemisch platzieren. Ich baue mal noch ein paar Verbinder, weil wenn wir jetzt dann in die Höhle gehen, brauchen wir die schon. Auf jeden Fall. Oh shit. Nein! Nein! Was los? Ich habe zwei Drucker gebaut, zwei kleine Drucker. Das Rezept nicht ausgewählt. Scheiße. Oh Mann. Brauchen wir auch noch einen Schredder irgendwann, wa? Auf jeden Fall. Okay. Dann gehen wir doch mal runter, oder? Lass mich nur schnell mein Inventar leer machen. Ich habe auch noch eine Batteriezünde. Hast du, oder was? Habe ich, ja. Aber nur so eine kleine. Okay. Mach die auf irgendeinem Tisch, dass das Windrad dann die Batterie aufladen kann. Ja. Mach sie mal hier einfach aufs Lager drauf. Ne, am Lager funktioniert es eben. Ja, weil der nicht angeschlossen ist, das Lager. Ah, stimmt. Logisch. So. Ah ja, genau. Ist ja schon voll. Schon voll, ja. Okay. Ja, dann. Okay. Pass auf, dann machen wir das aber jetzt so. Wir haben jetzt unsere Basis schon mal ein bisschen aufgebaut. Da haben wir jetzt schon eigentlich gut was erreicht. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge unsere erste Expedition in die Höhle, oder? Alles klar. Weil hier haben wir jetzt einen Großdrucker, einen mittleren Drucker, einen Kleindrucker und einen kleinen Lagertisch haben wir auch noch. Das sollte und jetzt erstmal. Zwei kleine Drucker, nicht zu vergessen. Ja, und zwei kleine Drucker. Die Forschungsstation. Man kann nie genug kleine Drucker haben, ganz klar. Also, die Forschungsstation ist ja jetzt schon fertig mit dem Teil. Da müssen wir nachher mal gucken. Also, in der Alpha-Version hat man ja in der Höhle immer relativ viel Glück, da irgendwelche so Artefakte und so Zeugs zu finden, welche deutlich wertvoller waren, wie das, was wir mal hattet. Ja. Also, da findet man dann tatsächlich Artefakte, die alle 2.500 Bytes bringen. Das lohnt sich dann schon mehr. Ja. Deshalb. Aber ich habe jetzt hier auch an der Oberfläche schon an ein paar Stellen so. Das mit dem Windrad, ja, haben wir gefunden und die Batterie und so liegt, glaube ich, auch relativ viel rum. Also ist jetzt auch vielleicht ein bisschen lohnender an der Oberfläche rumzu. Ja, das kann doch sein, ja. Vielleicht ein Auto. Ja, auf jeden Fall. Aber dann verabschieden wir uns jetzt erstmal, oder? Ja. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.